Und jetzt wollen wir uns kümmern um die deutsche Nationalmannschaft. Die ist nämlich wieder zurück in Deutschland, genauer gesagt in Mainz. Und wenn ich es schon nicht nach Hause schaffe, dann schalten wir jetzt einfach mal rüber zu unserem Reporter Uli Köhler. Uli, erzähl mal, was geht gerade ab bei dir? Ja, du siehst es doch. Sie kommen gerade in dieser Sekunde an. Mehr Fernsehen geht nicht. Also in diesem Moment, so jetzt, und dann werden wir schauen, wie sie aussteigen, die Leute. Also ganz knapp, direkt nah dran sind wir. Und dann können wir uns gleich mal schauen, wer steigt als Erster aus. Ja, der Busfahrer, das ist schon mal sonnenklar. Also wir sehen da schon, großer Bahnhof hier übrigens in Mainz. Ganz viele Fans sind rausgekommen, die alle begeistert sind von der deutschen Mannschaft. Ich habe sie gerade mal so ein bisschen rumgefragt, durchgefragt. Das Spiel hat dann doch die Fans wieder beruhigt. Oliver Bierhoff hier als Erster, Markus Sorg ist hier. Ah, und Olli, ja, war's gut, wunderbar, schön. Also, wenn ihr zufrieden seid, ist ja dann schon mal gut. Toni, hallo. Toni Di Salvo, der Co-Trainer des Co-Trainers. Toni Di Salvo. Also, die Spieler, die müssen erst drinnen, glaube ich, erst noch mal ihre Playlist fertig hören. Noch ist keiner rausgekommen. Jetzt schauen wir mal, wer hier als erster Spieler rauskommt. Das ist Sepp Schmidt, der Arzt, der schon länger mit dabei ist. Und ja, also ich glaube, das Spiel gegen Weißrussland hat dann doch vielen sehr gut getan. Viele Fans sind hier gekommen, die alle, wie gesagt, begeistert sind. Und ich glaube, sie haben groß an ihrem Image gebaut. Seit dem Sieg in Holland hat sich da einiges getan. Und es kommt einfach gut an beim Publikum, dass die Mannschaft so verjüngt worden ist. Das ist allerdings so ein Trend, der nicht immer nachzuvollziehen ist. Denn nur die Jungen können es ja nicht richten. Aber bei den Fans ist es ja meistens so, dass die immer sagen, ja, Hauptsache jung, Hauptsache jung. Aber so ist es natürlich dann letztlich nicht. Uli, jetzt wird die ganze Zeit nicht über das Ergebnis gesprochen. Hatten ja viele so erwartet, dass es ein deutlicher Sieg wird gegen die 81 der Welt. Alle sprechen über den neuen Dribbelkönig, über Manuel Neuer. Wie siehst du die ganze Situation? War das für dich eher Leichtsinn oder Ausdruck von neu gewonnener Stärke, von Selbstbewusstsein, die zurück ist in der Nationalmannschaft und beim Keeper? Also das war Selbstbewusstsein pur und kein Leichtsinn, denn das macht man auch als Manuel Neuer nur, wenn man sich der Sache ganz, ganz sicher ist. Joshua Kimmich, also die Koffer sind mittlerweile rausgebracht worden, also super Stimmung hier in Mainz. Also Joshua Kimmich hat ganz erstaunt geschaut gerade im Moment, was hier alles los ist, wenn die Jungs hier rauskommen. Also Manuel Neuer, das war natürlich die Szene des Spiels, als er da an der Seitenauslinie einen Haken nach dem anderen gemacht hat und quasi den fast schwindlig gespielt hat. Da ist er, Manuel Neuer, der neue Dribbelkönig. Da drüben, da. Schreibt gleich ein paar Autogramme hier. Matze Ginter und Konsorten. Also. Und das sind die Waden, Manuel Neuers Waden, ja, die so gut dribbeln können. Also Joshua Kimmich hat ja ganz interessant gesagt, er könnte bei uns auch auf der 6 spielen oder noch ein bisschen offensiver. Also die Jungs wissen schon, was sie haben an ihrem Torhüter. Aber insgesamt ist das natürlich für die deutsche Mannschaft eine ganz große, ganz wichtige Position, dass Manuel Neuer wieder so in Topform ist. Denn er ist einfach der Kapitän und derjenige, der dann ganz weit der Mannschaft auch ganz viel Sicherheit geben kann, gerade wenn er wieder so gut ist wie in den letzten Spielen. Thilo Kehrer macht noch ein paar schöne Selfies. Leroy Sané ist mittlerweile auch ausgestiegen aus dem Bus. Ja, der hätte gestern auch 2, 3 Tore sogar machen können, wenn er ein bisschen Glück gehabt hätte. Sogar ein Kopfballtreffer war dabei gewesen, einer der absoluten Aktivposten. Also um die Zukunft des deutschen Fußballs muss einem nicht wirklich bange sein, wenn man die junge Truppe sieht. Kai Havertz, der ist schon durch. Der ist ja auch ein großes Versprechen zumindest für die Zukunft. Er und Leroy Sané, mögliche Weltstars in der Zukunft. Das müssen sie natürlich erst noch ein bisschen unter Beweis stellen. Also der spielerische Umbruch, der scheint irgendwo zu funktionieren. Und was der DFB ja auch wollte, ist die Fannähe. Und wenn wir diese Bilder sehen, dann scheint das auch ganz gut zu gelingen. Uli, wie sehen jetzt die nächsten Tage für das DFB-Team aus? Es geht am Dienstag gegen Estland im nächsten Qualifikationsspiel. Und was steht bis dahin für die Jungs auf dem Programm? Und was haben auch vielleicht die Fans vom DFB in Mainz?
Also es war mal so, dass als erstes natürlich Regeneration den heutigen Tag beherrscht hat. Denn die Mannschaft ist gestern erst um 2 Uhr nachts in Minsk ins Hotel gekommen. Dann lange ausschlafen, noch in der Kabine gab es was zu essen, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Denn gegen Estland, das ist auch ein vermeintlich kleiner Gegner, muss natürlich auch gewonnen werden. Das sollte keine Frage sein, gerade nach dem Auftritt, den es da gestern Abend gegeben hat. Aber man hat schon gesehen, die Konzentration muss hoch sein. Es ist davon auszugehen, dass die Esten noch ein bisschen defensiver stehen als gestern die Weißrussen. Also da ist vor allem Geduld gefragt. Aber so wie die Mannschaft aufgetreten ist, sogar wie sie auch mit dem feinen Fuß gespielt hat, niemals die Nerven verloren hat, keine langen Bälle, keine hohen Bälle, sondern immer versucht, dass die spielerische Lösung mit vertikalen Pässen, also das war schon sehr, sehr gut. Das war ein großer Fortschritt insgesamt im deutschen Spiel, beziehungsweise sie haben dran aufgebaut, was sie gegen die Niederlande gut gemacht haben. Und jetzt, gestern hat noch ein bisschen der Rhythmus gefehlt nach der langen Pause, war ja klar. Aber jetzt haben sie ein Spiel und deshalb glauben alle, auch die Spieler haben es gestern gesagt, dass es gegen Estland vielleicht noch ein bisschen besser wird. Das wird die vielen Fans zu Hause am Fernsehen freuen und ich glaube, die Mainzer sowieso hier. Das glaube ich aber auch. Uli, hat sich da noch ein Star versteckt im Bus oder sind jetzt alle raus? Es sind alle raus, so wie es aussieht. Und ja, jetzt wunderbar. Sind sie drin im Hotel. Und jetzt gibt es gleich wieder was zu futtern. Genau, damit und die Energiespeicher weiter aufgefüllt werden. Gibt's für dich hoffentlich auch, Uli. Wir sehen uns dann später wieder oder hören uns dann später wieder. Uli, vielen Dank für den Moment und die schönen Bilder aus Mainz.